Lieber Christian, liebe Organisatoren, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wurde von Professor Macholat gefragt, ob ich hier einen Vortrag halten würde, einen Überblick über meine neuesten Ergebnisse meiner Forschungstätigkeit. Was ich gemacht habe, war eine Kartografierung, eine Erstellung von klimatologischen Karten. Danke für die Einladung. Es ist eine große Ehre für mich, hier zu sein und mit Ihnen meine Erkenntnisse zu teilen. Wetter und Klimabedingungen sind sehr wichtig für alle Aspekte des menschlichen Lebens und auch für die Umwelt, für Umweltbedingungen. Es hängt alles zusammen mit der Gesundheit, mit der Sicherheit und auch mit der Wirtschaftstätigkeit. Es gibt verschiedene Karten, klimatologische und Wetterkarten und auch Atlanten, die geben eine reine und grobe Einführung und manchmal auch eine fortgeschrittene Information über das Klima, aber sehr oft werden sie als Hauptquellen verwendet für Wetter- und Klimadaten. Also diese Atlanten, diese Karten sind sehr wichtig, also nicht nur für die normalen Leute, auch für Wissenschaftler und Politiker und Entscheidungsträger. Ich möchte Ihnen einige polnischen Karten vorstellen, die Ihnen einen Überblick geben können und vielleicht auch Erkenntnisse liefern können, die Sie dann in Ihren eigenen Forschungen verwenden können, denn es gibt sehr viele Gleichheiten zwischen, Ähnlichkeiten zwischen Deutschland und Polen. Wenn man sich den Ostteil Deutschlands anguckt und den Südosten von Sachsen, dann sieht man natürlich die Ähnlichkeiten mit Polen, aber auch einige Unterschiede. Und diese möchte ich Ihnen jetzt darstellen und erklären. Das ist eine Zusammenfassung, eine kurze Zusammenfassung von einem geografischen Hintergrunddaten. Die Fläche ist etwas unterschiedlich, aber von statistischer Seite her ist es ähnlich. Die höchste Erhebung, die Zugspitze in Deutschland, in Polen ist das in der Hohen Tatra-Rüse. In Polen, lowest point below sea level, so minus to close und der niedrigste Punkt in Deutschland 3,5 Meter und in Polen ist es 2 Meter unter dem Meeresspiegel. Es gibt natürlich zonale Regionalitäten. Die klimatischen Bedingungen sind ähnlich, vor allem im Ostteil. That's the high importance of climate maps and, ich habe ja schon von der großen Bedeutung der Klimakarten gesprochen und auch von Beobachtungsdaten und die räumliche Analyse ist besonders wichtig. Es hängt natürlich davon ab, welche Methode man verwendet. Einige Karten, die sicher Ihnen bekannt vorkommen werden. Das ist vom Klimaatlas der Bundesrepublik Deutschland entnommen, der vor einigen Jahren herausgegeben wurde von den Kollegen des Deutschen Wetterdienstes. Diese Karten zeigen die jährliche Mitteltemperatur und das gleiche für das polnische Territorium.
Der westliche Teil Polens ist sehr ähnlich zum Ostteil Deutschlands. Das einzige Problem, diese Karten wurden über einen 30-Jahres-Zeitraum von 1971 bis 2000 erstellt. Im deutschen Atlas geht es von 1961 bis 1990. Das sind die Unterschiede im Detail. Und das Gleiche auch für die jährlichen Niederschläge. Im Osten die kontinentale Lage. Und in Polen sieht man einige Ungleichmäßigkeiten, Inhomogenität. Man sieht einige Probleme im westlichen Teil, in der Grenzregion. Und so können wir das weiterführen. Es gibt verschiedene Karten für einzelne Monate. Und was auch wichtig ist für Klimabeobachtung, wenn man zum Beispiel einen milden Winter hat in Mitteleuropa, in Südpolen waren die Temperaturen im positiven Bereich plus 2, aber im nördlichen Teil waren die Temperaturen unter 0. Es können natürlich andere Herangehensweisen herangezogen werden mit Perzentilen, je nach den unterschiedlichen Jahreszeiten und Monaten aufgeschlüsselt und die räumliche Auflösung. Auch Sonnenscheindauer, das ist sehr wichtig für bioklimatische Zwecke. Und das ist der Atlas. Und ich möchte jetzt einige Worte dazu sagen. Der wurde vor einigen Jahren herausgegeben. Und ich bin sehr glücklich, dass Professor Jakobait Ihnen eine Einführung gegeben hat zu Zirkulationsproblemen. Denn in diesem Atlas, den ich und einige Kollegen geschrieben haben, geht es um Wetterextreme, aber natürlich in Verbindung mit synoptischen Konstellationen und atmosphärischen Zirkulationen. In der gemäßigten Zone hängen alle Wetterextreme und klimatologischen Extreme sehr von der Zirkulation ab. Diese extremen Werte entstehen nur durch diese synoptischen Konstellationen. Das Hauptziel des Atlases war die Präsentation von ausgewählten extremen Phänomenen in Polen. Da wir aber nicht alle Daten hatten, haben wir uns konzentriert auf einige Elemente, die wichtigsten Elemente: Lufttemperatur, Niederschlag, Luftdruck, Nebel, Sicht, Schneebedeckung, Gewitter. Es gibt natürlich auch andere Elemente, die man da hineinbringen könnte, aber wir mussten uns auf verlässliche Daten verlassen können. Wir haben einen langen Zeitraum genommen, über 50 Jahre. So, diese Daten kommen von 61 bis 65 synoptischen Stationen. Und wir haben noch andere Werte verwendet. Normalerweise haben wir die Tagesdaten verwendet, aber auch teilweise eine Werte mit einer dreistündlichen Auflösung. Und was den Luftdruck und Nebel betrifft, da hatten wir nur Daten über einen Zeitraum von 41 Jahren. Die Zirkulationsdaten
Wir haben dafür viele Veröffentlichungen verwendet, auch vom europäischen Wetterbericht, die Berliner Wetterkarte, aber auch die französische und die polnische und auch Internetquellen, natürlich für die letzten Jahre, nicht für den gesamten Zeitraum. Die Zirkulationstypen, wir haben fünf verschiedene Klassifikationen verwendet, die sich auf verschiedene Annahmen stützen. Zuerst haben wir natürlich die Großwetterlagen benutzt und dann aber auch von lokalen Wissenschaftlern. Die Methoden, die wir verwendet haben. Ich möchte jetzt die Herangehensweise erklären, wie wir diese Extreme evaluieren können. Zuerst die Kalkulation von absoluten Extremen. Das ist der Teil, der relevant ist für diese Herangehensweise. Dann haben wir auch Grenzwerte berechnet mit einer empirischen Methode oder willkürlichen Methode. Wir haben die Extremwerte berechnet, die sich auf Wahrscheinlichkeiten stützen. Und wir haben Werte berechnet für die kritischen Elemente. Von kritischen Elementen, die verschiedene Streuungsmethoden verwendet haben. In diesem Atlas, haben wir verschiedene Methoden verwendet, je nach Element und nach der Verfügbarkeit der Daten. Meiner Meinung nach, wenn wir uns vor allem auf ein größeres Territorium beziehen, wo es viele Unterschiede gibt, da würde ich Methoden verwenden, die sich auf Schwellenwerte beziehen, also Perzentilen von 5% oder 1% und 0%. Das haben wir eben gemacht für die zwei führenden Klimaelemente Lufttemperatur und Niederschlag. So, das ist der Inhalt. Wenn Sie interessiert sind, ich habe ein Buch da und da können Sie gern mal hereinschauen. Das ist Europa und Sie sehen, dass Polen auch in Mitteleuropa ist, im Herzen Europas, wie auch Sachsen. Denn Sachsen liegt ja zwischen der tschechischen und der polnischen Grenze. Und von geografischen Aspekten und auch klimatologischen Aspekten ist es eine sehr interessante Position. Das sind die verschiedenen Stationen, die wir verwendet haben für die synoptischen Daten. Das sind einige Beispiele für Großwetterlagen. Auch einige Arten von lokalen Klassifizierung. Und jetzt sprechen wir über einige Extreme. Hier sehen Sie den maximalen Luftdruck auf Meeresspiegelhöhe. Und Sie sehen die Maxima übersteigen 1050 Hektopascal. Das ist ähnlich wie in Russland oder in Sibirien, also mit diesem Russland hoch. Und wenn Sie näher gucken, sehen Sie vielleicht die Daten. Meistens ist das im Winter. Das ist der Einfluss des Russland hochs. Und so ein Wetter, so ein Luftdruck bedeutet meistens
sehr strenge Winterverhältnisse. Das sind Beispiele von Karten, die Karten aus dem Atlas und vom Wetterbericht, die wir verwendet haben, die deutschen Karten. Wir wollen immer sehen, was an der Oberfläche ist. Also Karten von 700 Hektopascal. Wir haben vor allem Karten mit 700 oder 500 Hektopascal verwendet. Die Ist-Werte sind nicht so wichtig, sondern die täglichen Änderungen nach oben oder nach unten. Und das ist jeweils die Veränderung nach oben innerhalb von 3 Stunden. Und das beeinflusst natürlich die Menschen und andere Aspekte des menschlichen Lebens, wenn der Blutdruck, wenn der Luftdruck so nach oben geht, Entschuldigung. Denn viele Menschen sind ja empfindlich, reagieren empfindlich auf solche Veränderungen. Und das Gleiche nochmal, aber wenn der Luftdruck fällt, diese Werte sind ähnlich, aber etwas niedriger, um 10 oder 14 Hektopascal sind die höchsten Werte dabei. Synoptische Konstellationen werden eben verantwortlich gemacht für solche Ereignisse. Man könnte natürlich sich die einzelnen Details angucken, die Zirkulationstypen, Großwetterlage und so weiter. Und man sieht auch, welche Gradienten, Druckgradienten dafür verwendet werden. Und die Karten, die sich darauf beziehen, diese Karten zeigen die Situation und einige Worte über oder zu den Temperaturen. Die höchsten Rekordtemperaturen in Polen, die höchste Temperatur wurde gemessen in Subice an der Grenze. Da waren 39,5 Grad. Letztes Jahr gab es an einigen Stellen wurden sogar 40 Grad überschritten. Wie sollte man diese Karte lesen, wenn man sich die Farben anschaut? Diese Farben beziehen sich auf die Karte. Also man sieht das Datum und die synoptische Konstellation, die diese Extreme beeinflusst hat. Und einige Beispiele des heißesten Tages 1992 am 10. August. Und dort sieht man die räumliche Verteilung der Temperatur. Was ich damit sagen will, die kompliziertesten Situationen für Meteorologen sind hohe oder niedrige Drücke ohne Luftströme. Damit haben die Modelle Probleme. Eine andere Situation, da geht es auch um die Maximaltemperaturen, aber im Winter und vor allem für die Kollegen im Westteil Deutschlands, 20 Grad Celsius im Winter ist vielleicht kein Rekord, aber bei uns sind 20 Grad Celsius im Januar oder Februar, das sind wirklich hohe Temperaturen, die auch sich auf die menschliche Gesundheit auswirken und auch auf die Natur.
auf die Vögel zum Beispiel. Die Tiere reagieren auch auf solche Änderungen in den Wetterbedingungen. Und das ist vielleicht der Hauptunterschied bei der Temperatur. Die Minustemperaturen, also Minimaltemperaturen, einige Extreme. Wenn man sich den Ostteil anguckt, dann ist es natürlich viele Temperaturen unter minus 30 Grad. Und im Gebirge können die Temperaturen auch schon mal minus 40 Grad erreichen. Das ist natürlich sehr viel. Jetzt schauen wir uns einen anderen Aspekt der Temperatur an, der sehr wichtig ist für unsere beiden Länder. Das sind Fröste, zeitige Fröste im Herbst und späte Fröste im Frühjahr. Der erste Herbstfrost. Und was natürlich sehr schwierig ist, sind die Spätfröste im Frühjahr. Vor zwei Tagen durch eine arktische Luftströmung kam es zu Frösten im Norden von Deutschland. Es kam zu Temperaturen unter minus 5 Grad. Jetzt sprechen wir über die Niederschläge. Und der Niederschlag ist natürlich auch wichtig für verschiedene Bereiche der Hydrologie und so weiter. Das sind alle synoptischen Stationen, die wir dafür verwendet haben. Und die höchsten Werte sind über 100 Milliliter pro Tag. Wie man sehen kann, gibt es an vielen Orten Niederschläge über 100 Milliliter. In dieser Tabelle sieht man, wie viele Stationen und an wie vielen Tagen der tägliche Niederschlag den Wert überschritten hat. Und das sind mindestens 10 Stationen. Im Westen ist die Situation nicht so schlimm, dass sie nicht so starke Regenfälle. Da gibt es Probleme mit Trockenheitsperioden. Zum Beispiel auch im Westen der Ukraine. Und in solchen Situationen kommt das auch nach Polen. Das ist durch nordöstliche Luftströmung und das ist eine sehr schwierige Situation mit diesen Extremen. Man kann natürlich damit herumspielen mit diesen Karten. Man kann verschiedene Stationen verwenden, eine unterschiedliche Anzahl von Stationen. Man kann verschiedene Analysenmethoden verwenden. Ich habe aber nicht so viel Zeit, um Ihnen das alles zu zeigen. Deswegen werde ich jetzt einige Folien überspringen. Das war die Karte von der Flut 1999, auch im Osten von Deutschland gab es diese Probleme und auch Nebel. Hier geht es um Nebel. Natürlich auf der Autobahn kommt der Verkehr vollkommen zum Erliegen, wenn es dichten Nebel gibt. Das sind also schwierige Situationen, wenn Nebel über 24 Stunden lang anhält. Und das ist das Gegenteil, also exzellente Sichtverhältnisse. Ich habe dieses Foto selber gemacht in Krakau und man sieht das Gebirge, das 80 Kilometer entfernt ist.
Das ist eine sehr seltene Situation, dass man so gute Sichtverhältnisse hat. Und zum Abschluss die maximalen Schneehöhen. Oder Schneebedeckung. Im Gebirge ist es natürlich klar, aber auch in einigen Gebieten im Norden des Landes gab es auch über 50 Zentimeter. Also nicht nur die Schneebedeckung, sondern auch der Wechsel, an wie vielen Tagen der Schnee lag. Und es gibt sehr viele Stationen, wo die Schneehöhe 50 Zentimeter erreicht hat. Und das ist natürlich viel, vor allem in Städten. In Gebirge ist es nicht so ungewöhnlich, aber im Flachland schon. Und als letztes noch Gewitter. Dieses Element haben wir auch untersucht. In den letzten 10 Jahren konnten wir auch Funkdaten verwenden. Wir können auch einige Statistiken erstellen für Zirkulationstypen und da können wir Extreme sehr gut vorhersagen. Welche Probleme haben wir dabei gefunden? Natürlich Probleme mit den Daten, wie immer. Ein anderes Problem ist, wie wir die atmosphärische Zirkulation beurteilen können, welche Zirkulationstypen relevant sind dafür. Es gibt verschiedene Methoden der Präsentation und man muss dann für sich selbst entscheiden, was die beste Methode ist. Forschungsinhalte, natürlich die Extreme. Es ist nicht nur die Größe des Wertes, sondern auch das Datum, wo an dem diese Extreme passiert ist. Also zum Beispiel Frost im Winter ist nicht so ungewöhnlich, das ist eine normale Situation. Und was das Wichtigste war, man muss sich spezialisieren und verschiedene Methoden verwenden. Und natürlich gab es auch einige technische Einschränkungen. Das Problem der Daten, dass man wirklich Originaldaten hat und die rein sind. Das ist das Problem der meisten Klimatologen und Probleme der synoptischen Materialien. Ich konnte natürlich nicht die gleichen Materialien finden für die gesamte Zeitdauer von 50 oder 60 Jahren. Und man muss sich dann natürlich priorisieren setzen und gucken, was am wichtigsten ist. Ich habe noch ein paar Minuten, deswegen würde ich gern über meine aktuellen Forschungsergebnisse sprechen. Das ist ein System, ESOC, um Gefahren und Risiken einzuschätzen. Das Projekt orientiert sich vor allem auf Hochwassersituationen und auf meteorologische Karten, die eben Gefahren anzeigen. Das wichtigste Ziel war, die Wetterextreme darzustellen und welche Klimaelemente man dafür verwenden kann, also Temperaturextreme, Starkregen, Sturm, intensive Schneefälle, Gewitter, Hagel, Nebel und so weiter. Wir hatten historische Analysen
über einen Zeitraum von 50 Jahren und haben die räumliche Aufteilung untersucht, um die aktuelle Analyse durchzuführen. So, what I said, historical, so-called climatological maps, the first, historische Karten wurden verwendet, diese klimatologischen Karten. Dann haben wir Operational Awareness Maps erstellt. Constructed in two phases. The first one, wir haben das in unterschiedliche Phasen eingeteilt. Elements, air temperature, precipitation, zuerst snow, die kontinuierlichen Elemente, also Lufttemperatur, Niederschlag und Wind. Das sind einige Beispiele dieser Karten. But for die each wurden decade. Nicht für decided, jeden Monat errechnet, sondern für jedes Jahrzehnt. Probabilities in the decade resolution. Wir haben also die, maps, die Auflösung eines Jahrzehnts verwendet. So it was in Poisson's original results. And the second part, und im zweiten Teil geht es so-called sensitive, very difficult, um die detection, Sensitivitäten, elements, also Elemente, die sehr schwer sind zu erkennen, also zum Beispiel Gewitter, aber auch Nebel, Eis und Reif. Also wir wollten hier keine kontinuierlichen Karten erstellen, wie links, sondern auf der rechten Seite ist auch eine kontinuierliche Karte, aber nicht auf den jährlichen Extremen, sondern auf den Bedingungen, die diese Extreme hervorrufen können. Maps also two, I would say, approaches, type A, just for maps, which are able to können base on historical results. Basiert sein auf historischen Ergebnissen. Forecast, also wir überlappen model, Aladdin, French, die one. Wettervorhersage. We can use Cosmo, wir haben das französische Modell verwendet, aber wir können auch Cosmo verwenden in näherer Zukunft on, und versuchen zu zeigen, was passiert, wenn wir diese Karten überlappen. Approach. And the second is just given straight as und a favorable conditions taken from the Aladdin Wetterbedingungen aus dem Radarmodell. Thresholds are quite simple, und Schwellenwerte usually three or four depending on the situations. Some drei oder vier abhängig von der Situation. Jetzt noch einige Zusammenfassung. But I think you must be very careful. Man muss sehr vorsichtig sein, any kind of maps. If you are wenn man people, generelle Karten so, erstellt. Here, every product, every map must always jedes be looked Produkt, at with jede Karte muss man mit kritischen Augen anschauen. Sonst ist das einfach pure Fiktion. Never wish you. Und so das wünsche ich Ihnen natürlich nie, dass das Ihnen passiert. Anstatt einigen Abschlussbemerkungen möchte ich Ihnen einige Fotos zeigen. Look how we can measure hier Eis. Results of wind speed. Wie kann man die Windgeschwindigkeit messen, wenn das alles vereist ist? Also das war letzten Winter, letzte Weihnachten. Affecting situation landslides. Und Erdrutsche, das war in der Nähe very von Krakau, fog, sehr dichter Nebel, Sichtbarkeit weniger als 10 Meter. Basin valleys effects of Rhine, 20 kilometers away from Krakow, das sind die Auswirkungen von Reif, 20 Kilometer von Krakau entfernt. Another example. And andere Beispiele für Vereisungen und Reif. You see what look the real snow cover. Hier sieht man die Schneehöhe. Looks slightly better. Thank you very much for your attention. Aus. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank für Ihren Vortrag. Das ist eine sehr interessante Arbeit, was Sie da gemacht haben zur Klimatologie allgemein und auch zu Extremen. Gibt es Fragen? Ich würde gerne fragen über your climate time series from 1951 onwards. Wie komplett Zeitreihen sind über 50 Jahre. Gibt es da viele Lücken oder was ist die Prozentzahl von verlorenen oder fehlenden Werten? Also ich bin ein altmodischer Klimatologe. Ich ziehe es vor, nur homogene Daten zu verwenden, ohne Lücken. Und deswegen war es so schwer, die Stationen auszuwählen. Wenn ich natürlich mehrere Wetterstationen genommen hätte, dann würde es wahrscheinlich Lücken geben. Es gibt natürlich einige Lücken, aber few days, not more. Nur einige Tage, also nicht mehr. Und deswegen habe ich mich auf diese synoptischen Stationen beschränkt. Educated professionals, not with the climatological post, because with those usually we have some problems. Sonst hätten wir wahrscheinlich Probleme gehabt, kontinuierliche Daten zu haben. Unfortunately, that's another issue, especially for those who are not affiliated or leider not interested, ist es natürlich ein Problem, meteorological issues, vor allem für Leute, die sich mit Meteorologie nicht auskennen, diese Funkdaten, was bedeutet das? Das sind natürlich sehr gute Daten, ich nutze die, aber if you have really extreme die Daten at the or not. Sagen let's say, nicht, ob das wirklich ein Extrem ist oder nicht. At many images, including auf vielen Bildern Meteosat is easily to recognize the development of cumulonimbus cloud. But it doesn't der Bewölkung, that, aber heavy es bedeutet thunderstorm nicht, dass es dann ein schweres Gewitter geben wird. So I'm just simply simplifying the situation, but I'm telling about the also das ist natürlich eine schwierige Situation data, und ich habe Ihnen gesagt, welche Probleme es mit den Daten plus, gab. Remote sensing, which are unfortunately available for the recent years. Jörg? Speaking of, you were cautioning at the very end of your presentation. Am Ende Ihrer Präsentation those of us that work in the similar fields, haben Sie ja die Bilder gezeigt and yet, und your role working for wir IMGW, wissen natürlich alle, also just as a scientist who also does als some Wissenschaftler, let's say government advisory tasks, der auch Regierungen berät, almost obliged to come sind wir natürlich to statements verpflichtet, so how do you bring Statements that abzugeben, together? Die auch die caution, Entscheidungsträger very interessieren. Issue. And at the same time, das ist natürlich sehr wichtig, was Sie machen, aber wie gehen Sie mit der Situation um, dass Sie Antworten geben müssen für die Entscheidungsträger? Is really probably, I would say, looking at the audience, wenn ich mir das Publikum so angucke, or knowing where, who is responsible for, we absolutely maybe we should sometimes speak in different languages. Sollten wir verschiedene Sprachen sprechen, especially meteorologists, climatologists, mit den Wissenschaftlern untereinander, Klimatologen, Meteorologen, können wir eine Sprache sprechen, die wissenschaftliche Sprache, aber wenn wir mit Politikern sprechen und den normalen Menschen, dann müssen wir das übersetzen. Dann müssen wir eine offene Sprache verwenden. Trying to und versuchen, diese Erkenntnisse zu interpretieren so, und die Karten zu interpretieren. Must be some remarks, et cetera, et cetera. So, es gibt natürlich immer finally, Anmerkungen. I hope that next year, that ich hoffe, dass nächstes Jahr das System fertig sein wird. Es gibt noch einige Probleme damit. For public
so dass wir dann auch der Öffentlichkeit Informationen zur Verfügung stellen können, aber mit extra Erklärungen, wie man diese Karten liest, was diese Schwellenwerte bedeuten. Und wenn wir natürlich über Extreme reden, ich weiß natürlich, dass die Zeit schon um ist. Vor allem, wenn es um Extreme geht, dann sind räumliche Analysen wichtig. Zum Beispiel hier im Erzgebirge, wissen Sie das ja, gibt es Regen, starke Regenfälle, 100 Millimeter überschritten in einem Tal und im nächsten Tal ist gar nichts. wurde mit einer großräumigen Skala erstellt, also nicht für die örtlichen Unterschiede. I would say micro scale or very local scale. Man müsste das natürlich auf einer örtlichen Skala machen.